Ensemble Weltkritik. Ja, schönen guten Abend. Mich schickt die Agentur. Mich auch. Ich soll Sie heute Abend unterhalten. Ich auch. Mein Name ist Silke Sumpf-Bretsch, früher nur Sumpf. Meiner nicht. Ja, Gott sei Dank. Und wen es interessiert, der Tastenknecht hier, das ist der Thomas Lümlich. Das muss genügen. Ja, wie Sie sehen können, ist ja für uns Losigkeit kein Fremdwort. Wir sind schon länger von Losigkeit betroffen. Ja, und da höre ich Sie schon sagen, wie kann denn das sein in Zeiten von Fachkräftemangel? Ja, wissen Sie, aus unserer Erfahrung wissen wir, der größte Fachkräftemangel herrscht immer noch in den Büros der Arbeitsagentur. Ja, ist ja nicht so, dass ich nicht qualifiziert wäre. Ich habe 2 Abschlüsse. Ich habe insgesamt 18 Semester studiert. So, kommt da jetzt jemand drüber hier im Saal? Hm? Ehrlich? Hände hoch, wo sitzen Sie, die Soziologiestudenten? Was macht ihr hier um die Zeit? Müsst ihr doch eigentlich Taxi fahren? Hm? Naja, unser Sachbearbeiter bei der Arbeitsagentur, das ist jetzt jedenfalls der Herr Pöltnitz. Herr Pöltnitz. Ja, und der bildet uns nun aus zu Fachkräften im Bereich Kabarett. Und da hat er gesagt, Mensch, ja, da bringe ich Sie nach Franken, da kommt Ihre Karriere so richtig ins Rollen. Zumindest was das R betrifft. Ja, und da hat er gesagt, Mensch, haben Sie nicht so viel rum, seien Sie lieber mal lustig. Machen Sie was, machen Sie mit, seien Sie wer, seien Sie fit. Packen Sie an, packen Sie zu, picken Sie rein, haben Sie Mut. Seien Sie kreativ, seien Sie konstruktiv, seien Sie definitiv, seien Sie infinitiv, legen Sie los, hauen Sie rein, bleiben Sie dran, machen Sie es fein. Man kann sich eben nicht aussuchen, wo man landet. Man muss ja heutzutage multitaskingfähig sein. Sagen Sie, sind Sie eigentlich auch multitasking? Ja, ich mache gerade parallel eine Ausbildung zum Systemgastronom. Guten Tag, ich bin von McDonald's. Ich liebe Sie. Ja, aber das ist ja hier nur Kabarett, ne? Ja, dann zeigen Sie doch mal, was wir gelernt haben auf unserer Umschulung. Lassen Sie die Leute doch mal spüren, wofür Kabarett eigentlich steht. Ja, Kabarett. Das ist doch der Aufschrei der Stimmlosen und Anklage der Geknechteten und Auflehnung gegen die Ohnmacht der Gemächtlosen. Hm? Ja. Deshalb hören Sie nun die Hymne des Langzeitarbeitslosen, gewidmet meinem Freund Ich. Ich wach auf, es ist 8. Na dann noch mal guten Nacht. Hab keinen Grund aufzustehen, darf ja nicht zur Arbeit gehen. Der Wecker klingelt, es ist 9. Soll ich mich darüber freuen? Das frag ich mich bis um 10. Zeit sich noch mal umzudrehen. Und dann ist es 11. Und da mach ich es mir selbst. Und es 12 heißt Hi nun, Zeit sich endlich auszuruhen. Ich steh auf, es ist 1. Frühstück gab's heute wieder keins. Geh beim Dönermann vorbei und da bleib ich bis um 2. Essen Döner, trinken Bier. Plötzlich ist es schon 3:30. War's denn heute nie um 3? Nö, um 3 ist schon vorbei. Komm nach Hause von der Tour und da ist es 17 Uhr. Fernbedienung, klotze an, plötzlich klingelt's, ich geh ran. Am Apparat meine Ex, die beschimpft mich bis um 6. Parallel Marienhof, denn das fand sie immer doof. Es wird viel passieren, wow, nicht bleibt mehr gleich. Nicht bleibt beim Alten, wie gehabt. Dann schalt ich um und dann zapp ich bissel rum. So, jetzt muss ich
mich entscheiden für gute oder schlechte Zeiten. So, wer wird sich heute verlieben? Das erfahr ich gegen 7. Und bei wem's heute wieder krachte, das weiß ich erst gegen 8. Tagesschau, ich geh strullen und dann schmier ich mir ein paar Stullen. Und um 20.15 Uhr kann's dann endlich weitergehen. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, darf den Faden nicht verlieren. Bei der Musikantenscheune und die zieht sich bis um 9. Um 10 kommt ein Bericht, doch der interessiert mich nicht. Dicker Aufschwung, Wirtschaftsboom, hat mit mir nichts mehr zu tun. Und dann ist es 11. und da mach ich es mir selbst. Und um 12 penn ich ein, knicke weg im Fertighain. Und pünktlich um 4 komm ich dann wieder zu mir. Im Fernsehen brüllt ne Frau, wie toll, dass ich sie anrufen soll. Mit dem Stress auf du und du krieg bestimmt kein Auge mehr zu. Stell den Wecker auf um 9, darf ja morgen nicht versäumen.